Willkommen zurück zu einem nächsten Besprechungsvideo über die Asienreise. Ja, seit vielen Monaten gab es das letzte Besprechungsvideo und jetzt gibt es ein neues Video darüber, denn beim letzten Wochenende ist mein Bruder zu mir Besuch gekommen und hat mir über die Asienreise ein paar Fragen beantwortet. Und darüber werde ich mal jetzt stellen. Und wenn ihr es gefällt, liked euch das Video und abonniert den Kanal, damit ihr die weiteren Videos und Livestreams nichts verpasst. Als erstes wäre, ob mein Bruder oder auch Milene, also die Ehefrau von meinem Bruder, mitkommen und fliegen wird. Theoretisch ist es zu 92%. So eine Wahrscheinlichkeit von 92%, dass sie nur nach Vietnam fliegen wird. Also sie werden jetzt nicht zwar nach Japan reisen oder auch noch nach Thailand und auch noch nach Vietnam. Nee, sie werden nur in Vietnam bleiben für 2 Wochen. Und da erkunden die einfach ganz Vietnam. Und die werden auch nicht für die Japan- und Thailand-Reise mitkommen. Und er sagt auch, dass auch Milena mitfliegen wird. Ne? Also gerade generell ist auch noch die Flugkosten für die Vietnam-Reise eigentlich schon auf 1.200 € pro Person. Aber das werde ich auch noch schon darüber auch gleich zeigen und es ist höchstwahrscheinlich, dass wir auch noch insgesamt 4 Leute mitfliegen werden. Aber vor 2 Stunden war es ein bisschen komisch, denn bevor mein Bruder wegging, hat mein Vater auch noch plötzlich gesagt, dass er auch mitfliegen wird. Das kam einfach plötzlich, einfach so sofort. Und da sagte er nur, dass er auch genauso wie mein Bruder nur nach Vietnam reisen wird für 2 Wochen. Und die weiteren Informationen wird er so im Sommer nochmal sagen. Und außerdem auch noch, wie ich geplant mit Japan und Thailand reise, wird auch noch darüber geredet. Ne? Und außerdem wird mein Bruder so vielleicht so auf Mitte Juli darüber anschauen, über die Flugkosten. Dann werde ich auch noch so im Bereich, so vielleicht im August oder auch vielleicht Ende Juli mal über die Flugkosten anschauen. Und genau, und diese komplette Flug sollte eigentlich mit Vietnam Airlines sein, also höchstwahrscheinlich, also meistens mit der Boeing 787 und damit werden wir höchstwahrscheinlich meistens fliegen. Jetzt zeige ich euch mal in der Kalenderperspektive und tatsächlich ist es jetzt so, dass mein Bruder im Dezemberbereich Urlaub geholt hat. Das wären ab dem 16. Dezember bis zum 7. Januar. Und mein Bruder und mein Vater sowie auch noch Milena würden zwischen dem 19. und 20. Dezember dahin reisen. Und so am 2. 3. werden die zurückfliegen, also komplette 2 Wochen in Vietnam. Und das kann passieren, dass es auch noch am Anfang der Asienreise oder auch noch am Ende der Asienreise etwas verändern kann. Das kann auch schon im Bereich Sommer schon passieren, dass es ändern wird. Da werde ich euch schon gleich genau informieren. Denn normalerweise wird es am 22. Dezember bis zum 10. Januar eigentlich geplant. Und weil er so am 2. Januar jetzt zurückfliegen wird, kann es auch passieren, dass er auf meinen Geburtstag nicht dabei sein wird. Also schadigerweise. Als nächstes wird es ungefähr so aussehen, auf diese Asienreise gebucht ist es noch nicht. So soll es aussehen. Frankfurt geht's los nach Tokio. Also wir werden für einen Tag mal zu meinem Bruder hinfahren, ne? Und am nächsten Tag
wenn wir zum Flughafen Frankfurt hinfahren und dann nach Tokio hinfliegen. So wird es jetzt aussehen, ne? Und da kann es passieren, wenn jetzt mein Vater, mein Bruder und Milena jetzt direkt nach Vietnam fliegen, kann es auch noch sein, dass ich den ersten Flug zusammenfliegen werde, aber der zweite Flug nach Tokio mit meiner Mutter. Ne? Und das kann man auch noch in mehrere Flüge buchen, also insgesamt fünf Flüge sind es da. Ich habe jetzt zum Beispiel für drei Personen. Ne? Und da kann man auch perfekt gut hier für pro Person da anschauen. Das waren alle diese Flüge. Also tatsächlich sind das vier Flüge. Ne? Also so starten wir den ersten Flug. Sieht das so aus, ne? Nach Tokio. Dann wäre es, also wir werden ja auch noch nach Osaka noch hinfliegen. Und da sieht das etwa so aus. So. Dann wäre es von Bangkok nach Hanoi. Und wieder von Hanoi nach Frankfurt. Ja, und das sollte insgesamt 7.500 € kosten. Das könnte so sein, wenn man da jetzt durch drei rechnet, kann man das in pro Person auch noch anschauen. Und da befürchte ich für eine Person, ja, dann könnten so knapp die 3 bis 4, eher so 3.000 so im Bereich kosten. Habe ich nicht umgerechnet, aber so soll das eigentlich mal aussehen. Und ob die Flüge wirklich gebucht werden oder wann die gebucht werden, ist mir noch nicht klar. Aber dass wir so reisen werden, bin ich mir schon hoffentlich sicher. Außerdem ist es ja auch noch so, dass meine Schwester nicht mit mir fliegen wird, denn sie wird ab November bis Ende November nach Vietnam reisen, und zwar ein Monat. Ne, das ist jetzt lange. Und sie kann nicht mit uns fliegen, weil die Flüge auch noch von hier nach Vietnam, sowie auch noch von hier nach Japan direkt genauso teuer sind wie von hier nach Vietnam. Also gleiche Preise, also 1.200, genauso. Und sie will es eigentlich nicht, zu viel Geld zu zahlen. Und deswegen wird sie nur nach Vietnam reisen für einen Monat, um nicht zu viele Kosten zu verursachen. Dann als nächstes vor etwa 3 Wochen habe ich jetzt auch noch darüber, habe ich mit meiner Mutter über die Japan-Reise geredet. Und da ist es ja auch so, ich habe gezeigt oder gesagt, dass ich mit ihr nach Tokio hinfliegen werde und auch noch nach Osaka für eine Woche. Es ist schon möglich, jetzt mal für eine Woche zwei Städte zu besuchen. Aber für meine Mutter ist es leider viel zu viel. Und sie möchte eher in Tokio sein für eine Woche, um sie alles anzuschauen. Außerdem wird sie auch noch einen Guide noch mit ihr begleiten. Und eigentlich würde ich auch noch nach Osaka mitfliegen, denn es ist ja noch dieses Universal Studios, also für Super Mario. Das würde ich gerne besuchen. Oder auch noch Disneyland. Also ich habe ja auch schon alles geplant, wie der Flug ungefähr aussehen wird. Und ja, genau, das wollte ich eigentlich mal so planen. Und ich habe auch tatsächlich auf ChatGPT auch noch so einen Wochenplan angeschaut und gelesen, wie das aussehen wird. Also zum Beispiel 4 Tage in Tokio, dann so 3 Tage in Osaka und von Osaka wegfliegen. Dafür braucht der Shinkansen von Tokio nach Osaka nur 2,5 Stunden.
Pro Person kostet er so 110 € und am günstigsten ist es, wenn man einfach mal nicht an einen Feiertag oder einen Wochenendetag bucht, ne? Und das wird noch weiter gestritten, weiter geredet und war weiter immer gekümmert. Und auch noch, und was ganz anderes ist es auch noch, dass ich noch mein Einrad nach Japan mitnehmen würde. Ja, es ist jetzt so, ich versuche mein Bestes, auch noch mein Einrad mitzunehmen, weil ich so viele Pläne habe, ne? Und ich werde jetzt mal versuchen, irgendwie noch mein Einrad mitzunehmen. Ich glaube, ich muss noch ein paar Gebühren zahlen, vielleicht nur 100, ne? Denn beim Fahrrad soll es so 200 bis 300 € kosten, beim Einrad vielleicht schon die Hälfte. Und ja, kann man noch nicht genau sagen, aber ich versuche mein Bestes, dass ich mein Einrad mitnehmen werde. Jetzt zurück zum. Jetzt geht es jetzt weiter über die Tickets, über Universal Studios und Disneyland. Also für Universal Studios ist es so, dass die Leute ab 12 Jahren kostet es etwa 58 € und Leute ab so ab 4 bis 11 Jahren so um 38 € kosten wird, ne? Also 12 Jahre, ab 12 Jahre 58 und unter 12 Jahre ist es 38 und so, wenn man unter 4 Jahren ist, ist es kostenfrei. Und beim Disneyland ist es jetzt so, das kostet für ab 18-Jährige 55 € und für meinen Bereich, also für Jugendliche, kostet es so 35, ne? Also für zwei Personen kostet es so ein Bereich 100 €, ne? Kann ich es mal auch so sagen. Um am günstigsten das zu bekommen, muss man ja zum Beispiel am Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag einfach mal buchen, ne? Und ich glaube, am Ticket ist es besser. Da ist es ja auch noch wichtig, der Rückflug. Also der Rückflug ist jetzt auch ein bisschen nicht wirklich gut, denn wenn er jetzt am 2. Januar wegfliegt und ich am 10. Januar, das sieht echt nicht wirklich gut aus, dass ich mit ihm mitfliegen werde, ne? Denn ich würde versuchen, dass ich alleine fliege. Aber das ist jetzt noch nicht genau geklärt. Aber naja, ich bin mir auch nicht so sicher, ob ich wirklich alleine fliegen muss oder nicht, ne? Und wenn ich jetzt in Frankfurt angekommen bin, da bin ich immer noch nicht am Ziel, nach Hause zu kommen, denn ich muss alleine mit dem Zug fahren, ne? Und wenn ich, und wenn es, wenn mir der Zugfahrt zu Ende ist, muss ich auch noch irgendwie entweder Bus, Taxi oder von meinen Nachbarn zu meinem Haus bringen, denn in meiner Nähe, also in meinem Wohnort, gibt es keinen Bahnhof und von daher brauche ich jemanden oder Nahverkehr, dass die wirklich nach Hause bringen werden. Ne? Also das ist jetzt auch wichtig. Und die Kosten für die Deutsche Bahn, also vielleicht so Hinfahrt und Rückfahrt, könnten so 40, knappe 40 € kosten. Kann jetzt auch noch so ungefähr kosten und dafür ist die Reise nicht komplett zu Ende. Jetzt kommen wir ungefähr zu dem vorletzten Besprechungsfrage und zwar mein Mitflieger kann leider nicht der leider nicht im Dezember fliegen, sondern er wird im Januar nach Japan reisen, also Januar 2024. Und ich bin mir auch nicht so sicher, wann er fliegt. Es kann auch sein, dass er Anfang Januar fliegt für 2 Wochen oder Mitte Januar für 2 Wochen. Das kann auch sein. Und
Leider fliege ich auch schon im Bereich Weihnachten bis Ende des Jahres. Und da passt es leider nicht. Es ist schade, aber der kann auch immerhin das Disneyland oder Skytree besuchen gehen. Und genau, das ist leider sehr schade und vielleicht gibt es ein Comeback. Dann glaube ich, das letzte wäre, was meine Secret Challenge es ist. Ja, ich kann es euch mal im Ungefähren sagen, was die Challenge ist. Ich kann euch sagen, dass es bezogen über Leute kennenlernen in Japan. Das kann ich euch sagen, aber wirklich genau kann ich euch jetzt nicht sagen. Aber ich kann euch nur sagen, ich muss jemanden in Japan kennenlernen, ne? Und dafür brauche ich gutes Japanisch. Und genau, und deswegen lerne ich auch noch Japanisch, ne? Das waren die ganzen Fragen über die Asienreise. Vielen Dank, dass ihr es angeschaut habt und ich hoffe mal, dass ich bei anderen Fragen nicht vergessen habe. Nochmal zur Zusammenfassung ist es mein Bruder, mein Vater, Milena, meine Mutter und ich werden nach Vietnam reisen. Ne? Also insgesamt fünf Leute. Dafür werde ich und meine Mutter nach Japan reisen. Mein Vater, mein Bruder und Milena werden in Vietnam fliegen. Also sie fliegen nur einmal und ich fliege zweimal. Und dann als zweites wäre Flugkosten für die Asienreise wird so ungefähr aussehen, wie ich das vorhin gezeigt habe. Es wird auch noch gesprochen, ob ich auch noch nach Osaka und Tokio hinreisen werde. Das kann man aber noch nicht sagen. Dann ist es auch nur noch so, mit Vietnam wird nicht bei uns im Dezember mitfliegen, sondern auch im Januar 2024. Und als letztes wäre, ob ich wirklich alleine mit dem Flugzeug hinfliege oder noch mit der Bahn hinfahre. Also mit der Bahn ist klar, aber dass ich alleine fliege, ist schwierig, aber nicht unmöglich. Ja, das sollte auch noch schon reichen. Vielen Dank für die ganze Unterstützung und dass ihr alles zugehört habt. Und die weiteren Informationen werdet ihr entweder auf Twitter anhören oder ich werde es mal auf einem Let's Play The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sagen. Und ich hoffe mal, dass ich auch noch mit meinem Einrad mitnehmen werde. Also fünf Leute sind dabei für die Vietnamreise. Dann schönen Abend noch.